Leitlinie oder die Philosophie des Hauses ist ja an und für sich ganz einfach erklärt. Weniger ist mehr. Das sieht man, glaube ich, schon bei meinem Etikett, was ich damit ausdrücken will. Zieht sich dann weiter über die Architektur des Hauses und es wird auch hier so gearbeitet. Also wir versuchen, sehr wenig einzugreifen in die Vorgänge im Weingarten und im Keller, also nur dort, wo es notwendig ist, und einfach diese Lebendigkeit, die da die Natur bietet, am Leben zu erhalten und nicht negativ beeinflussen. Und ich glaube, das schmeckt man auch in den Weinen. Klaus draufsteht, ist Klaus drinnen. Und ich glaube, die Stilistik drückt sich in einer sehr klaren, präzisen Frucht aus in den Weinen. Die Weine sind prinzipiell immer sehr kräftig, aber nie überreif oder üppig. Sie sind immer von einer sehr starken Eleganz geprägt und einem höheren Säurebogen. Und ja, für mich ist einfach Wein. Es ist Emotion, es ist Lebensgefühl und das will er damit ausdrücken und das soll man aber jedem Glas schmecken. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne sehr viele Dinge ausprobiert und da kommt man dann irgendwann einmal über die Weingartenbewirtschaftung dann im Keller dann zu den größeren Gebinden, wo die Weine einfach mehr Spannung halten und einfach eine schönere Transparenz zeigen. Dalme ist für mich oder war für mich immer schon eine Referenzadresse für sehr hohe Qualität. Und das ist natürlich ein Privileg, dass man dann mit seinen Produkten dort gelistet ist.